Diese Häuser hat er entworfen. Otto Heinrich Strohmeier. Nicht nur Künstler, sondern auch Architekt mit eigenem Stil, wie seine Modelle zeigen. Eigentlich will Stroh als junger Mann keinen ordentlichen Beruf erlernen. Er glaubt an die Kunst als absolute Freiheit von allem Materiellen. Ein Freigeist eben. Architektur ist vor allem erstmal sein Broterwerb gewesen. Ist dann aber auch Passion geworden. Also er wollte ja zuerst eigentlich gar nicht Architekt werden. Er wollte Künstler sein, ist nach Paris ausgerückt, hat versucht Maler zu werden, hat nicht so ganz funktioniert. Der Vater hat ihn dann aufgespürt, hat ihn dann quasi dazu überredet, doch zu studieren zu Hause, was Ordentliches zu machen. Der Kompromiss? Strohmeier studiert Architektur. Für ihn die künstlerischste Form der ordentlichen Berufe. Bald findet er auch wirklich Gefallen daran. So baut und entwirft Stroh in den 30er Jahren Ferienhäuser auf Sylt oder Wohnhäuser in Hamburg. Gebäude für Wind und Wetter. Dieses hier, das Beiling-Stift, steht heute noch und ist sogar denkmalgeschützt. Da hat er dann schnell gemerkt, dass er durchaus auch Karriere da machen kann. Hat dann viele Aufträge gehabt, hat dann für die Kunst auch gar keine Zeit mehr wirklich so gehabt. Nach dem Zweiten Weltkrieg erhält er von der Stadt Hamburg den Auftrag seines Lebens. Als Stadtplaner arbeitet er jahrelang am Wiederaufbau der zerbombten Hansestadt. War jetzt nicht der Mann in der ersten Reihe beim Wiederaufbau, aber hat eine ganz zentrale Rolle da eigentlich in der zweiten Reihe gehabt, eben durch diese Planung zu berechnen auch vor allem. Mit seinem Baustil prägt Strohmeier das heutige Stadtbild von Hamburg mit. Eine Lara-Handschrift in der Hansestadt also. Übrigens, auch in Lahr hat Stroh architektonische Spuren hinterlassen. Um 1965 entwirft er nämlich die Sonnenuhr am alten Rathaus. Und auch die hängt bekanntlich heute noch.